Welcher Vollidiot stört mich in meiner Pause? Wie bitte? Wissen Sie eigentlich, wer hier am Telefon ist? Das Spiel gestern, das hätte locker 7-0 ausgehen müssen, das sag ich dir. Oh ja, Mann, das waren echt sehr viele vertane Chancen. Aber willst du nicht dran gehen? Ich mach jetzt Pause. Das war ein lupenreines Hattrick. Ich wette mit dir, nächstes Jahr spielt ihr entweder in Spanien oder in England in einer Top-Mannschaft. Bestimmt, ist ein mega talentierter Typ. Ja, der ist auch nicht locker, der Spinner. Ja, komm, geh doch eben dran, oder? Ich mache jetzt Pause. Er kann später anrufen. Ey, du hast den geilsten Job der Welt. Du kannst Pause machen, wann du willst, so oft du willst und kein Schwein kann dich kontrollieren. Das ist das Gute, wenn man in so einer Regionfirma arbeitet. Ah, komm, geh eben dran, dann lässt uns in Ruhe. Welcher Vollidiot stört mich in meiner Pause? Wie bitte? Wissen Sie eigentlich, wer hier am Telefon ist? Nee, ich habe keinen blassen Schimmer. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Ich bin die Chief Executive Officer des Unternehmens, in dem Sie arbeiten. Und das gerade Ihre Pause finanziert. Mich würde wirklich brennend interessieren, wessen Pause ich gerade gestört habe. Ich glaube, Sie haben keine Ahnung, mit wem Sie sprechen, oder? Nein, leider. Mit wem habe ich denn das Vergnügen? Noch Glück gehabt. Bruder! Stopp! Kommst du her? Hast du Video schon geliked? Eddie, sei mal ein bisschen freundlicher zu den Leuten. Wir wollen die Menschen doch für uns gewinnen. Also, Video schon geliked? Wenn nicht, schnell nachholen und mit allen Freunden teilen, die du magst. Richtig. Und wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann teile es mit allen Leuten, die du nicht magst. Und abonniere unseren Kanal. Richtig.